Die dritte Epoche, das ist die Zeit zwischen 1925 und 1945. 1925 hat meine Mutter, damals Clara Schindler, später Clara Koch, in Karlsruhe an der Kunstakademie angefangen, Kunst zu studieren, zusammen mit dem jungen Studenten Werner Koch, den sie 17 Jahre später, im Jahr 1942, dann geheiratet hat. Sie sehen hier ein Selbstbildnis von meinem Vater, Werner Koch, als er etwa 20 Jahre alt war, und hier ein Selbstbildnis von Clara Schindler, später Clara Koch, im Jahre 1925. Meine Eltern, die wurden damals von Professor Karl Hubuch, der sie unterrichtet hat, an der Kunstakademie selbst in Tusche gezeichnet. Das Bild ist auch in unserem Besitz. Und dieses Bild wurde dann auch im Buch von Karl Hubuch hier veröffentlicht.